Hallo, ihr Lieben. Da bin ich schon wieder mit einem kleinen Haul. Und zwar von DM. Und Wollwort war ich auch noch. Aber nur zum Zeitvertreib habe ich aber noch was mitgenommen, natürlich. Ne? Ja, und zwar, ich wollte erstmal nicht mehr nach DM, aber dann habe ich gesehen, bei meinem letzten Einkauf wurden die Punkte nicht verrechnet. Also ich habe mir einen Wertgutschein ausdrucken lassen von meinen Punkten. Und irgendwie wurde er nicht abgezogen. Dann bin ich halt nochmal nach DM und habe da nochmal einen Wertgutschein ausgedruckt. Und der wurde auch direkt abgezogen. Da habe ich gedacht, haben die mich vergessen abzubuchen? Ja, aber geschenkt ist ja nicht verkehrt. Ne? Und dann habe ich direkt mal für den Wert ein bisschen was eingekauft. Ja, schauen wir mal, ob die das noch zurückbuchen oder irgendwas. Aber ich glaube nicht, weil verbuchen das sonst direkt. Naja, genug geschnackt. Zeige ich euch mal, was ich gekauft habe. Und zwar fangen wir mal am besten mit Essenz an. Das habe ich schon öfter in den Videos gesehen. Diesen Puderpinsel. Irgendwie klemmt der ein bisschen, war aber auch der letzte, aber sah noch super gut aus. Also war natürlich auch original eingepackt, habe ich schon mal ausgepackt. Ja, finde ich ganz cool, vor allem für meine Katzen. Katzensicher. Die haben nämlich letztens. Die eine Kleine hat meine Pinsel alle stibitzt oder besser gesagt zwei und das ist natürlich ärgerlich, ne? Ja, dann habe ich noch aus der Helle Ortum mir noch zwei Eyepencils mitgenommen. Und zwar einmal der grüne. Ich weiß gar nicht, ob es noch andere Farben gibt, da habe ich gar nicht. Auf jeden Fall einmal grün und einmal braun. Ich kann euch die mal kurz ein bisschen swatchen oder die geben sehr schön die Farbe ab. Super, gefällt mir gut. So kann man es, glaube ich, gut sehen. Ja, finde ich gut. Und dann haben die noch hier so ein, na, Wischer halt, ne? So ein Pinöppel hier. Ja, gefällt mir. Dann habe ich mir gedacht, ich habe noch überhaupt keinen Stift für meine Augenbrauen. Und ich wollte einfach mal was ausprobieren und nicht so viel Geld ausgeben. Und habe dann den Eyebrow Designer 02 Braun gefunden. Der hat hier auch so ein, ne, so ein Kämmchen, keine Ahnung, ob ich den benutze dann. Ich kann euch den auch noch mal. Oder der ist ein bisschen härter. Härter, aber das ist ja nicht schlimm. Auf der Augenbraue ist es ja nicht so wild. Das ist das untere jetzt hier. Ja, probiere ich mal aus. Und wenn der mir gefällt, kann ich mir immer noch einen teureren kaufen. Dann habe ich von der neuen, oder ja, die Helle Ultim ist ja auch relativ neu, aber jetzt haben die diesen Oktober. Festdingen da wieder ein paar. Da habe ich mir einen Lidschatten mitgenommen. Die hatten einen rosanen, einen na, lila und den braun. Ich fand den braun am schönsten. Allerdings finde ich die Stanz, finde ich, sieht es sehr weihnachtlich aus. Mit nämlich einem Rentier drauf. Die andere hat ein Brezel und das andere weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall Oktoberfest-like. Und das hier sieht mehr weihnachtlich aus, ne? Ein Rentier, finde ich. Naja, auf jeden Fall finde ich das Braun sehr schön. Ich kann es euch mal swatchen, auch wenn ich den schönen Elchen vielleicht zerstöre. Ah, nicht beim ersten Mal. Ja. Ist ein schönes, dezentes Braun. Ich habe es da auch mal geswatcht, mir angeguckt. Ne? Einfach so ein mattes, schönes Braun. Finde ich ganz schön. Und ich bin ja eigentlich nicht so ein Blush-Fan, weil ich mich nicht so rantraue. Ich habe zwar ein paar natürlich durch Boxen und so. Ich will jetzt auch mal mehr probieren. Und ja. Da habe ich dann, gibt es zwei verschiedene, mit einer Brezel, also ein lila, hell lila und die Brezel dunkel lila, wie man sieht. Ne? Ja, es ist so ein Pappdingen. Finde ich ganz, ganz witzig. Steht drauf Apfelbäckchen, Blush. 02 Sweet Purple Line. Perfekt aufeinander abgestimmte Rougefarben für ein frisches Aussehen. Ja, es hat mich sehr angesprochen. Preise blende ich euch dann mal wieder ein. Obwohl, ich könnte eigentlich die Preise auch mal eben sagen, oder? Wo habe ich denn die? Ja, ich sag die eben, dann brauche ich sie nicht einblenden. Also die Helle Ortium Pinsel-Dinger 1,45. Der Eyebrowner. Na, wo ist er denn hier?
Eyebrow. Auch 1,45. Das gute Stück kostete 3,45. Das Apfelbäckchen kostete, ja, wo haben wir denn? Apfel, da, 3,45. Ja, mehr hatten wir noch nicht, ne? Ja, und doch das hier, den Eyeshadow, 1,95. Dann machen wir mal weiter mit einem Pinsel. Ich habe mir einen von Evelyn geholt. Für Make-up und Concealer-Pinsel. Ich dachte, ich wollte ihn mal ausprobieren, weil ich schon öfter Gutes gehört habe von so einer Art Pinsel. Jetzt glaube ich nicht von der Marke, aber bevor ich mir einen ganz tollen kaufe, wollte ich erstmal gucken, ob ich damit zurechtkomme. Ne, ich bin ja noch nicht so der Pinsel-Spezialist. Und ja, deswegen habe ich mir den mal geholt. Der hat 3 irgendwas gekostet, glaube ich. Na, wo ist er denn? Da, 3,95. So. Genau. Dann habe ich mir ein paar Sachen von P2 gekauft. Ich glaube, aus dem neuen Sortiment sind 2. Das andere weiß ich jetzt gar nicht. Ich fange mal mit dem, ich weiß es nicht, an. Der hat mir auf jeden Fall der angesprochen, wegen der schönen Farbe, schönen Farbabgabe und alles. Das ist auf jeden Fall der Here I Am High Performance Metallic Duo Eyeshadow. So schaut das gute Stück aus. Hier ist so ein brauner und hier ist so ein lilaner Ton. Das ist ganz interessant. Und zwar ist das so ein, also hier ist irgendwie die Farbe drin. Sieht man jetzt, ja, ein bisschen. Und hier ist so ein Puderding, da macht man so Abgabe. Der bröckelt jetzt ziemlich wo ich es getestet habe, war es auf jeden Fall nicht so bröckelig. Einfach der schon so oft benutzt, dass es nicht mehr so gebröckelt hat. Und jetzt machen wir mal die andere Farbe, das ist so ein goldener Ton. Also ich finde das mit dem Schwämmchen super aufzutragen, gefällt mir richtig gut. Warte mal, wo sieht man das denn hier? So, ne, so einfach so soft auftragen. Hier ist die Farbe drin, so richtig verstehen. Wie lange das hält, weiß ich auch nicht, weil man sieht ja nicht wirklich, wie viel Produkt da drin ist. Naja, ich fand es mal interessant, habe es mitgenommen, kostet, war teuer. Wo haben wir den denn? Da, 3,95. Und so sieht die Farbe aus, das Lederne, ich finde es ganz gut. Und dann das Goldene, Goldbraun, gefällt mir auch ganz gut, ne? Boah, ich habe das an der blöden Stelle gemacht. So sieht man es ganz gut, ja. Ja, fand ich gut. Dann hatte ich mal in einem Video gesehen, vor ein paar Tagen, diesen Perfect Lips Color Stop Line Definer. So schaut das gute Stück aus. Und das ist so rosa, der soll so durchsichtig sein. Boah, reden, schwere Sprache. Oder deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, richtig, man sieht ihn nicht. Cool. Ja, ich wollte ihn mal ausprobieren. Weil ich ja meistens nur Lipgloss und so Naturfarben benutze. Da passt der am besten, denke ich. Und dann habe ich mir noch einen High Intense Maxi Lipstick mitgenommen. In der Farbe, wo steht es denn? 010 Lovely Rosewood. So schaut das gute Stück aus. Na, blendet relativ. Ich hoffe, ihr kennt was. So, dann zeige ich auch nochmal, wie der in der Farbe ist. Hier ist er. Das Licht ist ja auch blöd, man erkennt es, aber es ist so ein leichtes rosa, rosa-braun-Ton. Was ich natürlich blöd finde, ist der Pünüppel. Weil richtige Lippenform hat das Ding nicht. Aber die mache ich rein. Ja. So, was hatten wir denn dann noch? Genau, dann habe ich mir doch noch eine Sache von Balea mitgenommen. Wollte ich erst gar nicht, aber die Feuchtigkeitshaarmilch, die wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Habe ich auch schon öfter gesehen, aber immer bei meinen letzten Einkäufen irgendwie vergessen. Deswegen werde ich sie ausprobieren. Ja, und dann habe ich noch die Schokoreiswaffeln mitgenommen. Achso, das gute Stück. Wie teuer war das denn? Die Haarmilch. Ich habe hier 2. Ich war heute bei 2 verschiedenen DMs, weil die eine die neue Edition von den hier Oktoberfest nicht hatten. Okay, die gab es gratis. Die war nicht dabei. Auf meine Rechnung sehe ich gerade. Wie geil. Nein, ist nicht drauf. P2, Essenz. Balea lese ich hier nicht. Cool. Moment, mag mich die Embol? Die schenkt mir immer was. Cool. Ist nicht drauf. Okay, kann ich nicht sagen. Ich glaube mal 1 irgendwas müsste es kosten. Ja.
Auch nicht schlecht. So, da waren wir bei den Reiswaffeln verblieben. Die Schokoreiswaffeln. Ja, von oben mit Orange. Die sind so ein bisschen angelaufen. Deswegen waren die auch runtergesetzt. Ich finde das jetzt nicht wild. Ich esse die eh ein paar Tagen auf. Wollte ich gerne probieren. Ich stehe ja auf Orange, so erfrischende Sachen. Kostete 1,05 Euro. Allerdings wollte die Kassiererin 1,25 Euro kassieren. Dann habe ich natürlich gesagt, nein, da ist ausgeschildert 1,05 Euro, weil 20 Cent sind 20 Cent, ne? Ja, und dann habe ich für 1,05 Euro gekriegt. Ja, dann habe ich noch mir so einen Organizer gekauft. Ich bin ja momentan, ne, im Aufstocken mit diesen Dingern, dass ich das mal ein bisschen alles schön sortiert kriege. Das fand ich ganz gut. Kostete 3,75, wie hinten noch draufsteht. Ja, gell? Ah ja, und dann war ich noch bei Volvo zwei Sachen ergattern. Und zwar einmal hier so ein Kajal Basic Konzept soll die Marke heißen. Das ist ja keine wirkliche Marke, glaube ich. Das ist einfach halt, ne, von hier von Volvo so. Die heißt 01 Pearl White. Die habe ich noch gar nicht getestet, weil die ist ja noch original zu. Das sah da aus. Die hatten da so viel Kosmetik rumliegen, aber richtig, ja, wie soll man sagen, einem Sack oder einem Körbchen da richtig demoliert, da alles offen, wenn man da reingriff, dann hatte man überall Farbe. Ich weiß nicht, Wolwart ist irgendwie so ein Kinderladen, wo die Kinder alles keinen Respekt vor Ware haben und alles durchwühlen, finde ich nicht so toll. Naja, jedenfalls hatte dieses gute Stück, ich habe gedacht, weiß hast du noch nicht, ja, für 1 Euro kannst du den nochmal mitnehmen, kannst ihn zwar nicht testen, weil der zugeschweißt ist, aber wenigstens hat man dann ein unbenutztes Produkt, gell? So, ich weiß auch nicht, warum ich mal Geld sage. So, das ist dann, ach ja, die gibt auch ganz gut Farbe ab. Cool. So ein weißer, schöner, für 1 Euro, die hätten auch noch mehrere Farben. Ich glaube noch drei andere, aber ich fand jetzt, na, habe ich ein bisschen rumgesaut hier. Ich fand ja, weiß habe ich noch nicht, deswegen musste ein weißer mit, der ist so ein bisschen glitzerig, aber auch nicht viel, finde ich. Schön. Für 1 Euro, wunderbar. Und dann habe ich noch unten unter den Sachen waren noch ganz viele Parfüms. Parfümsflaschen, so kleine. In dem kleinen Dingen hier. Da habe ich dann, weiß nicht, 5, 6 alle mal ausprobiert. Die hatten natürlich keine Pröbchen, wo man das draufsprüht. Da habe ich mir überall auf den Arm, ich sah, roch danach wie so eine Puffmutti. Also, ja. Dass mich mein Sohn noch erkannt hat. Oder errochen hat, ne, war gut. Naja, jedenfalls war das der einzige, der mir ganz gut gefallen hatte. Ich mache den jetzt nochmal drauf. Noch so eine Verschlusskappe hier. Ja, der riecht wenigstens noch. Die anderen hatten alle so boah, einen extrem ekligen Geruch. So billig Parfüm braucht man da halt. Das ist auch 1 Euro hat es nur gekostet. Ich weiß gar nicht, wie viel ist da drin. 15 Milliliter. Aber 5 Euro kann man nicht viel falsch machen. So ein kleines Fläschchen. Und ja, es riecht jetzt nicht super toll. Aber ich finde, es riecht frisch. Ja. Hat jetzt nicht so einen komischen Moschus-Nachgeruch oder wie man das auch nennen mag. Ich finde es einfach ganz okay. Für 1 Euro, warum nicht? Von daher, ja. Das war, glaube ich, schon alles. Ja, das war mein kleiner Haul. Eigentlich ungeplanter Haul. Aber so ist das immer, ne? Ich kaufe halt gern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich muss jetzt erstmal testen. Ich habe jetzt so viel Neukram. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.